Ein Rennen gegen die Zeit auf einem Ziffernblatt. Der Regensburger Kantemuschor am Fuß der Walhalla. Ein Alphorn vor schweren Steinquadern. Und eine Sopranistin vor der Donaustaufer Bergkulisse. Einzigartig. Gestern Abend gab das Theater Regensburg ein Gastspiel auf der Walhalla. Das Thema der verschiedenen Installationen und über uns der Himmel. Wenn man einfach mal den Blick nach oben wendet, sind wir hier an einem Ort, der dem Himmel wirklich sehr nahe ist. Und ich muss gestehen, wir haben sogar Glück mit dem Himmel. Der ist blau und ich hoffe, das bleibt auch so. Und insofern ist das natürlich ein Thema, wenn man in Bayern auf einen griechischen, dorischen Tempel stößt, muss man automatisch dem Himmel näher sein. Das Verhältnis des Menschen zur Natur, zum Universum, zum Kosmos. Dieses Motiv inspirierte die 8 verschiedenen Installationen auf der Walhalla. Und die Zuschauer einfach nur begeistert. Gerade die Tanzgruppe oder die beiden Tanzpaare waren wirklich super. Unter freiem Himmel natürlich mit besonderem Genuss. Weitaus mehr als auf der Bühne, in Natur. Ach, toll. Schade, dass es so lange gedauert hat, bis vom Theater jemand draufgekommen ist, das schon früher zu machen. Das Wetter ist ein Traum, die Kulisse ist ein Traum und einfach die unterschiedlichen Darbietungen, so von Musik, bisschen so Impro. Das Highlight der Sommernacht, das Konzert. Passend zum andämmernden Sternenhimmel, die Star Wars Suite von John Williams. Monumental dann auch die Planetensuite von Gustav Holst. Entdeckung des Himmels, die Vermessung der Welt, der Mensch als Mittelpunkt der Schöpfung. Dem Theater Regensburg ist es in dieser Nacht richtig gut gelungen, dieses Thema umzusetzen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.